Herzlich willkommen bei Let's Grusel Nightmare House 1 und 2. Ja, es handelt sich hierbei um das Remake. Sprich, es gab einmal ein Spiel, das nannte sich Nightmare House. Dieses Spiel war eine Modifikation für Half-Life 2. Und dieses Spiel war so erfolgreich, dass nicht lange danach ein zweiter Teil herauskam. Nicht lange danach wurde dann der erste Teil neu aufgelegt als Remake. Und nicht lange danach kam eine spezielle Version von Nightmare House 2 heraus, die das Remake beinhaltete. Und diese Version spielen wir jetzt. Wir spielen praktisch gerade Nightmare House 1, der in Nightmare House 2 als Prolog eingegliedert ist. Und wenn wir den Prolog abgeschlossen haben, starten wir direkt in Nightmare House 2. Ja, wir sind jetzt gerade eben hier angekommen mit diesem Auto. Wir hatten einen Unfall. Und dann würde ich doch mal sagen, laufen wir einfach mal in die Richtung des Nightmare Houses. Und was ich jetzt noch dazu sagen muss, also erstmal, ich kenne einen Teil des Spiels, also nicht alles. Rätsel werden wahrscheinlich auch bei mir mal länger dauern. Einen Teil des Spiels jedoch kenne ich schon. Zum Beispiel, das wusste ich, dass passieren wird. nehmen wir uns erstmal hier diese Axt. Ja, was ich noch ganz kurz jetzt vorher sagen muss, bevor wir richtig anfangen, ist Folgendes. Ich habe wirklich sehr, sehr lange dieses Spiel versucht, richtig zu 100% zu installieren. Es ist mittlerweile, früher war das mal einfacher, Nightmare House zu installieren, aber mittlerweile ist es ein extremer Act, dass das mal läuft, das Spiel. Man muss extrem viele Dinge machen und ich habe es auch nicht zu 100% rein zum Laufen gekriegt. Also vor allen Dingen in Nightmare House 2 werde ich euch sämtliche Dinge, die Charaktere sagen, werde ich euch vorlesen müssen. Denn es fehlt die Sprachausgabe und ich bekomme es ums Verrecken einfach nicht hin, die zum Laufen zu bekommen. Ich habe im Internet gesucht wie ein Blöder und ich finde einfach nicht heraus, wie ich die Sprachausgabe wieder aktivieren kann. Das macht es in mancherlei Hinsicht schwieriger, da die Gegner teilweise auch keine Geräusche mehr von sich geben. Teilweise, nicht alle. Aber die Gegner, die keine Geräusche von sich geben, die werden wir erst sehr spät bemerken. Das heißt, es macht es für uns schwieriger. Was es auch noch für uns schwieriger macht, ihr seht oben links in der Ecke, ja, drei so weiße Symbole. Sieht relativ abgeschnitten aus. Ja, das ist unsere Lebensenergieanzeige und unsere Taschenlampe, die aber beide ebenfalls abgeschnitten sind. Wir können es nicht sehen. Das Einzige, was wir sehen können, ist unser Inventar. Da haben wir jetzt gerade nur die Axt. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich habe auch da das ganze Internet gewälzt und nichts hat es in irgendeiner Art und Weise repariert. Das heißt, wir haben es praktisch doppelt schwer. Wir hören manche Gegner nicht und wir können unsere Lebensenergie nicht sehen. Und wir können nicht sehen, wann unsere Taschenlampe den Geist aufgibt. Und noch dazu können wir auch nicht sehen, wie viel Munition wir aktuell noch in der Waffe haben, wenn wir denn mal eine Schusswaffe haben. Okay, so viel dazu. Also ansonsten läuft das Spiel, beide Spiele, der erste und der zweite Teil, einwandfrei, ohne Probleme. Nur wie gesagt, eben das oben links mit der Anzeige und mit der Sprachausgabe ab dem zweiten Teil dann. Das Problem ist, das Spiel ist auch nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch komplett. Das heißt, für diejenigen, die nicht so viel Erfahrung mit dem Englisch sprechen haben, werde ich so gut es geht versuchen, beim Sprechen zu übersetzen, was die Charaktere sagen. Jo, und das war es jetzt eigentlich so ziemlich. Jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Und gehen zu diesem Haus. Und wir sehen schon, alles ist voller Blut. Große Blutflecken und Blutspuren sind hier. Und wir versuchen einfach mal die Tür zu öffnen. Wer hätte das gedacht, es funktioniert nicht.
Haben wir jetzt eigentlich schon die Taschenlampe? Ja, haben wir. Wir schauen dort hinein. Und haben es gerade uns dieses verbaut. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen es einfach mal hier. Zack. Und jetzt sind wir im Keller vom Nightmare House. Wir werden viele Rätsel lösen müssen, wir werden viele Gegner treffen. Und bis jetzt, bis zu diesem Punkt hier, kenne ich das Spiel noch. Ich weiß auch, was hier hinter dieser Tür ist. Aber ab dem Raum hier, hinter dieser Tür, ab jetzt geht's los. Hier habe ich keine Ahnung mehr. Ich habe nämlich aufgehört, wir speichern gerade mal. Ich habe nämlich aufgehört, als ich hier gestorben bin. Ich glaube, wir müssen durchrennen. Ich bin mir nicht sicher, aber wir versuchen es mal. Ha, wir haben es geschafft, aber wir haben nur noch 26 oder 36, ich kann es nicht erkennen, Energie. Und unsere Funzel gibt gerade den Geist auf. Ah, da ist aber ein Medipack. Ihr seht unten rechts, das Symbol ist auch abgeschnitten. Wir haben jetzt 51 Energie, so wie das aussieht. Na gut, man kann es wirklich noch halbwegs erkennen. Wow! Oh, Entschuldigung. Der kam unerwartet. Ah! Wir haben unsere erste Pistole. So. Huch. Ich möchte da hoch. Darf ich bitte da hoch? Okay. Müssen wir uns noch irgendwas anderes holen? Ich glaube, diese dritte Kiste dürfte genügen. Zack. Schon haben wir es. Okay, das hatte ich jetzt gerade noch in Erinnerung. Aber ich bin gerade verwirrt. Sollte... Nein, komisch. Oh, doch! Oh, da hat uns gerade ganz schön was weggehauen an Lebensenergie. Puh. Also meine Stimmung... Ein Glück, dass ich nicht hingeguckt habe. Gott, das Gefunzel hier, das macht einen ja wahnsinnig. Geht die Tür hier auf? Oh Gott. Können wir den kaputt schlagen? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann tun wir das mal da weg. Sieht nicht so aus, als kämen wir dahinter, hinter dieser Tür. Okay. Kommen wir da durch? Da ist eine Tür, aber hier ist doch... Ah ne, hier ist nur so ein... Was war das denn jetzt? Munition? Ach, wir haben ein kleines bisschen Lebensenergie aufgenommen. Okay. Ja gut, dass wir noch hier hintergegangen sind. Was? Ach. Ich verpasse das alles zum Scheiß. Ist gerade eine Leiche durch die Decke gekracht. Hier ist niemand. Okay, hier passiert auch nichts. Die gewohnte Half-Life-Steuerung. Man versucht alles kaputt zu schlagen. Der müsste eigentlich kaputt gehen. Ja, der geht kaputt, genau wie in Half-Life. Ah, das ist kleine Medipacks sozusagen. Okay. Alter! Alter! Scheiße! Alter.
Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Alter, bist du bescheuert? Lass das Bett stehen. Was ist los? Meine Fresse. Okay. Oh. Oh Gott! Entschuldigung. Oh, meine Fresse! Hey, da steht jemand. Hallo! Alter, hab ich mich gerade verjagt! Scheiße! Oh, Mann. Okay, da geht's nicht durch. War da gerade ein Auge? Ja! Fuck! Fuck! Das sah voll gruselig aus. Oh, scheiße. Ist das ein geschlossenes Auge? Und ab und zu blinkt es auf und es ist offen? Das passiert nicht mehr, oder was? Doch! Was war das? War das jetzt wegen dem Auge? So scheiße, dass wir nicht sehen können, wann unsere Taschenlampe leer ist. Oh Mann! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe mich gerade vor diesem Ding da erschreckt. Oh, scheiße. Das gibt's doch nicht. Geh mal aus dem Weg, du störst. Alter, das ist doch nur so ein Ding. Oh, ich bin so blöd. Egal, wir rocken mal weiter. Von einem Generator erschreckt. Ich glaub's nicht. Okay. Ich ahne Schlimmes. Der Boden sieht aus, als würde er einbrechen. Seht ihr diese Naht hier? Ich glaube, der Boden bricht ein. Haha. Ich will da gar nicht runter, ehrlich gesagt. Oh Gott, sieht das hier schrecklich aus. Wir sollten mal gerade speichern. Ach, es gibt keine Schnellspeicherfunktion. Ist ja ekelhaft. Okay, dann speichern wir auf jeden Fall mal. Ihr habt gerade gesehen, da stand HL2 Safe. Das, na, wieso duckt er sich denn nicht? Ah, so. Scheiße. Da stand HL2 Safe. Das ist auch, glaube ich, ein Fehler. Das sollte eigentlich auch nicht so sein. Okay, ich weiß, dass wir nicht ganz runter dürfen. So viel weiß ich noch. Wenn wir ganz runterfallen, sind wir, glaube ich, tot. Wir müssen da lang, glaube ich. Da kommen wir nicht... Wieso kommen wir da nicht durch? Wieso kommen wir da nicht runter? Na komm. Nein! Ja. Aussage bewiesen. Wir sind tot. Okay, ja gut. Wir haben ja gerade eben gespeichert, also von daher ist es ja... Hä? Was? Moment. Moment. Ah, okay. Gut, wir versuchen es gerade nochmal. Diesmal sollten wir es aber eigentlich schaffen. Oh, war das knapp. Was? Seht ihr sie? Oh Gott. Oh Gott. Alter. Das sieht so ekelhaft aus, wie die da sitzt, ganz ehrlich. Hallo. Ah, und wir können uns noch sehr langsam bewegen. Sie hat eine Puppe hinterlassen. Na voll. Vielen Dank. Okay, hier ist nichts. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Das ist doch schon wieder ein Jumpscare. Hi. Ah! Oh Gott. Entschuldigung.
Darauf war ich jetzt nicht gefasst, dass es so nah vor uns auftaucht. Okay, für die Zombies war das jetzt mal okay mit der Schusswaffe. Alter! Ein Revolver! Okay. Drei. Puh, alter Falter. Na Mahlzeit. Wo ist sie jetzt hin? Hinter uns ist sie nicht. Momentan. Oh Gott! Alter! Oh, Scheiße! Ah. Muss mal gerade durchatmen. Oh, Moment, wir speichern mal gerade eben. Herrlich. So, mal kurz die Kehle gewässert. Vom Schreien wird sie trocken. Da steht doch schon wieder der Nächste hier. Hi! Oh, es sind zwei. Okay, geschafft. Wir haben keinen Schaden genommen. Sehr gut. Ein Spiegel. Ein Spiegel in einem Horrorspiel. Da passiert gar... Ach, das ist gar kein Spiegel, das ist ein... Ach, das ist ein Schrank, ein Waffenschrank. Können wir... Uah! Oh Gott. Okay, wir haben aber nicht viel Munition. Das ist so bekloppt, dass wir das nicht sehen können. Ach, das ist die 5. Okay, ich habe gerade auf die 4 gedrückt und mich gewundert, warum nichts passiert. Ja, wir haben nicht viel Munition. Wir haben anscheinend nur die Muni, die gerade in der Waffe ist. Ich gerade auf Nachladen gedrückt habe und nichts passiert ist. Oh Gott! Was? Da ist die Tür aufgegangen. Ah, Schrotflinte. Wow, 30 Schuss? Krass. Und wir können nicht nachladen, dann wird es jetzt wohl voll sein. Oh, da ist noch mehr Munition. Ach, guck mal, unsere Pistole ist jetzt auch voll. Oh, oh Gott, warum passiert mir das immer? Jedes Mal das Gleiche. In einem anderen Spiel, was ich mal gemacht hatte, hatte ich das auch. Dass ich schieße und mich erschrecke. Oh nein. Hi! Oh. Achso, ja, gut, klar, kennen wir. Die Warnung kommt aber ein bisschen... aha, wir brauchen einen Schlüssel, okay. Hi. Das waren jetzt zwei Läufe. Der braucht... Ah, ja genau, Zombies. Einmal beide Läufe abfeuern, ist tot. Oh Gott, ey. Geht schon wieder so die Pumpe, das ist unglaublich, ey. Schrotflintenmuni. Cool, wir hängen ihm. Nein, jetzt nicht mehr. Nein, nein, nein! Jetzt war mir gerade an der scheiß Tür gehangen. Ich wusste doch, dass da einer drin ist. Warum habe ich nicht... Ja, egal. Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Was? Hi! Okay, wir müssen den Schlüssel so dahin tragen. Zu der Tür, glaube ich. Ja. Ach nö, nicht schon wieder eine Treppe. Oh.
Alter. Ach, kacke, die Funzel immer. Wir warten mal eine Sekunde, bis die Funzel wieder geladen ist. Spiegel. Diesmal ist es ein Spiegel. Okay. Das ist ziemlich ekelhaft hier gerade, finde ich. Hä? Okay. Deswegen habe ich gerade hä gesagt, weil ich eigentlich erwartet hatte, dass der Spiegel platzt, aber er hat es nicht getan. Und dann hat er es natürlich getan, als ich mich umgedreht habe. Meine Fresse, ey. Gibt's ja wohl nicht. Was? Was? Wo? Wie? Was? Achso. Oh Gott. Oh, meine Fresse. Das sind aber auch gnadenlos, diese Zombies. Hä? Was? Oh, jetzt habe ich einen Jumpscare verpasst. Ach, egal. Nicht schlimm. Ich werde noch mehr als genug haben in Nightmare House 2. Und auch hier im Rest vom Prolog noch um einiges. Okay, wir haben Munition für die Magnum gefunden. Ich glaube, sie saß hier oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Puh. Oh Gott. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Was ist mit der Tür? Liegen den Scheißschrank. Das ist zu. Okay. Wir müssen schon wieder. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit zu speichern. Oh Gott. Kommen da nicht rüber, oder? Halt, stopp. Nein. Ah, so war Sprinten. Okay. Ah, wir sind doch... Nein! Ah. Herrlich, wie intelligent ich bin. Ah, ich wollte doch eigentlich nur an die Kante laufen und runter gucken, verdammte Axt im Wald, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt müssen wir da nochmal rüber springen. So, okay. Zack. Okay, diesmal gucke ich nicht darunter. Hi. Oh Gott, ich habe genau gewusst, dass es kommt. Ich habe voll die Zähne aufeinander gepresst. Ah. Aha, du triffst uns nicht. Mann, bist du hässlich. Wow. Oh, alter Gevatter, ey. Also ich wusste nicht, dass der Jumpscare da kommt. Aber ich habe fast damit gerechnet. Ich habe mehr als genug 4 gespielt, um zu wissen, was passiert, wenn man eine Leiter hochklettert. 4 wäre auch noch was, ey. Es wird auch noch was, Leute. Okay. Hi. Batsch. Doppelschuss ins Gesicht. Da ist Ruhe im Karton. Okay. Ach, da ist eine Mauer hinten dran. Okay. Ah. Nein, das war nicht hier. Manchmal denke ich, ich erinnere mich an gewisse... Was? Oh Gott, das war doch hier. Entschuldigung. Herrlich. Geht nicht. Ich wollte gerade sagen, manchmal denke ich, ich würde mich an Dinge erinnern, die gar nicht so sind, aber dann sind mir die 2 hier zuvor gekommen. Es war doch das, was ich dachte. Bricht doch gleich schon wieder der Boden ein, oder? Ah!
dumme alte Sau. Ich hasse dich. Keiner mag dich. Oh, oh Gott. Unglaublich. Diesmal habe ich mich nicht vor der Alten erschreckt, aber dafür vor dem scheiß Zombie. Oh, meine Güte. Okay. Ah, wir haben 100 Lebensenergie. Guckt mal oben. Wir haben zum ersten Mal eine dreiziffrige Zahl da stehen. Und wir haben es geschafft. Wir sind durch, oder? Ich glaube, wir sind durch. Oh, oh Gott! Oh! Du blöde Kuh! Ah! Ich hasse dich! Jetzt müssen wir uns nur noch durch die Zombies kämpfen. Wenn das überhaupt aufhört, ich weiß es gerade gar nicht. Nein, der ist gerade da vorne wieder gespawnt erst. Oder? Haben wir es geschafft? Das hört tatsächlich auf. Okay. Puh. Meine Güte, ey. Das zerrt an den Nerven. Wo ist unser Auto? Da ist es. Wir rennen zum Auto. Oh, scheiße. Fuck. Oh, ich sehe nichts. Komm ich zu dem scheiß Auto hin? Ich glaube, ich hab... Komm. Ah, und ich drücke immer auf die falsche Taste. Wieso ist hier versperrt? Ich sterbe, glaube ich, gleich. Ah, geh mir nicht auf den Sack. Hä? Da, wir haben es geschafft. You can't escape from Nightmare House. Es gibt keine Entkommen aus dem Albtraumhaus. Das war Nightmare House, der Prolog. Also sprich, das erste Nightmare House Spiel. Und das war damit auch die allererste Folge von Nightmare House. The Remake. Oh Mann, mir geht jetzt schon ein bisschen die Pumpe, sorry. Puh, continue in Nightmare House 2. In Nightmare House 2 geht's weiter. Und da würde ich glatt sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann mache ich hier mal Pause. Speichere. So. Und dann sind wir in der nächsten Folge nahtlos an dieser Stelle wieder für euch da. Also meine Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir das erste Kapitel von Nightmare House 2 spielen. Also Freunde, danke fürs Einschalten, danke fürs Mitleiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.